Hallo und willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online zusammen mit dem Mond. Hallo und herzlich willkommen. Jo, und wir spielen einen Überlebenskampf heute. Ja. Weil es da im Moment Doppelgeld, und zwar den hier in der Militärbase. Ich hoffe, das geht nicht schief. Können wir in den Hangar rein? Ich teste mal, wie wir in den Hangar rein können. Weil dann sind wir auf jeden Fall Hubschrauber safe. Aber ich glaube nicht, dass wir in den Hangar rein können. Ja, die ersten kommen ja schon. Ich hoffe, der Ton, der haut hin, aber sollte schon hinhauen. Oder? Nee, wir können nicht in den Hangar rein. Ja, okay, schade. Das wäre aber auch vielleicht auch ein bisschen OP gewesen. Ja. Hinten. Tot. Also nur, falls euch fragt, also ich spiele mit Controller und er auch. Ich spiele mit Aimbot und du. Also, okay. Also. Teilweise unterstützt spiele ich. Also nicht voll unterstützt. Ich bin halt einfach tatsächlich kein Controller-Spieler. Ich sag's nur in The Crew 2. Das Spiel kennen wahrscheinlich die meisten. Und hier in GTA 5. Sonst eigentlich gar nicht. Ich spiele eigentlich. Ich spiele GTA und Rennspiele. Die Area ist ja ganz schön klein, da gibt es ja fast nichts zu sagen. Lol, halt echt, die ist ja hier auch schon zu Ende. So, Welle 2 sind wir schon. 10 Stück gibt's. Doppelgeld und AP diese Woche. Also, wenn das Video vor Donnerstag rauskommt, dann spielt auf jeden Fall noch ein paar Runden. Wenn nicht, dann habt ihr es halt verpasst. Ist jetzt auch egal. Ha. Ich und find... auf. Auf Bunga gibt's auch Doppelgeld in der Play auf dem Verkauf. Ich muss halt einfach sagen, das krasseste Event bisher, finde ich, war einfach dreifach Geld und RP auf Überlebensmodus. Da hat man wirklich extrem viel verdient. Ja, 90.000. Und ich habe ja mit Brotgamer relativ schon sehr viel da drin gesuchtet. Also. Und danach konnte ich mir den Wagner halt leisten. Na, das war schon mal krass. Nach. Ab Welle 7 lohnt sich's eigentlich erst mit Doppelgeld und AP, weil dann bekommst du mehr, als wenn du sonst bis Welle 10 spielst. Also momentan ist es noch relativ leicht. Ich glaube, wenn die Helikopter kommt, dann wird's richtig anstrengend. Aber ich hab länger hin, ich hab alles voll, ja. Also die Helikopter musst du destroyen, weil ich hab den nicht. Ich hab keine Panzer fast. Ne, warte, Raketenwerfer. Der ganze Modus besteht einfach zu 90% aus Gunrunning, weil du hier kaum Deckung hast. Ich roll halt immer ein bisschen rum. Wir nehmen uns die da hinten erstmal. Oh, Auto kommt schon. Oh, da ist ja... Naja, gut, 30 Sekunden. Kann man außerhalb bleiben. Ah, hier ist er. Mit der Pumpgun und der Gasmaske. Den haben wir auch. Das ist der letzte, jawohl. Bis jetzt läuft er, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist aber, naja. Noch nicht so anstrengend, weil es Welle 3, glaube ich. Jetzt kommen, ne? Hubschrauber. Oh, okay, ja, hier Panzerfaust, nehme ich eine. Nehmen wir die andere auch, weil ich hab. Wenn ja, ich so. Da bist halt nur eine. Weiß nicht, ob ich so andere noch rechtzeitig schaffe. Ja, schaffe ich, gut. Glaube ich, gehen wir mal rein, weil da mehr Deckung ist. Du kannst hier keinen anderen rein, ne? Oder ich meine mehr hier innen. Wo die ganzen Paletten sind. Aha. So, die sind alle weggeballert. Man möge auf den Hubschrauber warten, weil wenn der. Ja, hier ist der Hubschrauber. Ah. Ah, scheiße. Du musst halt stehen bleiben, ey. Ja, wow. Und... Nein, ich treffe ihn nicht. Shit. Ah, scheiße, hab ich nicht getroffen. Okay, einer ist auf dem Hubschrauber tot. Ja, Hubschrauber ist weg. Nice. Aber ich bin fast tot.
Oh shit, die Autos sind aber bewaffnet. So, ich bin raus. Nicht sterben jetzt. Ja, das ist relativ schwierig. Du hast die letzten drei Wellen auch überlebt. Ja, ne, oh Gott. Das war's, Leute. Ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Oder? Wird's doch noch was? Ne. Und schade. Tschüss, Leute. Und ciao.